immer wenn man von Titel spricht, dann ist es immer so ein Thema. Und ich habe diesmal wirklich kein Thema gehabt. Das war so einfach die Fortsetzung, also immer wieder weiterführen. Ich schaue mir total gern und einfach ganz unterschiedliche Leute an, wie Asiaten aussehen, wie Amerikaner aussehen, wie Europäer aussehen. Ich finde das total interessant, wie sie unterschiedlich auch mit Mode dann umgehen. Ich glaube, man speichert ziemlich viel und dann das wieder gibt sich dann. Oder Musik, Filme. Ich mache auch irgendwie nie ein Moodboard. Also Leute fragen mich immer, wenn wir ins Studio kommen, so, ja, wo ist dein Moodboard? Und ich so, ja, ich habe keinen. Diesmal haben wir wieder mit verschiedenen Strukturen gearbeitet, die wir wirklich zusammengeclasht haben. Und ziemlich viele Hightech-Stoffe, also richtig so technologische Stoffe, die eher so eine Outdoor-Ausrüstung benutzt worden sind. Und zusammen mit sehr natürlichen Materialien wie Baumwolle und Leinen haben sich wirklich Kontraste ergeben, die sehr, sehr, sehr gut funktioniert haben. Nicht unbedingt Farbkontraste, aber wirklich Materialkontraste, wo man so eine monochrome Textur und unterschiedliche wirklich Texture-Blocks dann hat. Und sind hier vier verschiedene Stoffe. Das ist einfach so ein Crepe, so eine Baumwollcrepe. Dann hat man hier diese Polyester, beschichtete Polyester. Und das ist eine Line-Mix. Und der Rücken ist auch. Und da sind auch ziemlich viele Details hier. Man hat irgendwie so der Gürtel, der quasi in eine Taschenklappe weiterführt. Wir haben diesmal uns um drei Farben konzentriert. Das ist einmal blau, also richtiges, kräftiges Blau, kein Off-White. Geht in Off-White dann weiter ins Graue, Denim und Navy. Ich bin kein Fan von Accessoires, also deswegen haben gar nichts außer Schuhe. Also keine Taschen, kein Schmuck, gar nichts. Ich finde das eigentlich ohne dann am allerbesten. For more high class fashion films, click on nextseason.de.